Mein Name ist Xaver Paul Thoma. Ich bin hier im Orchester, im Staatsorchester, als Bratschist tätig. Das Bratschespielen, das heißt, als aktiver Musiker sein, das ist nur ein Teil meines musikalischen Lebens. Der andere Teil ist eben auch zu komponieren und Musik zu schreiben. Also die nächste Uraufführung mit dem Orchester und für unseren Solo-Cellisten Francis Gouton ist ein Cellokonzert. Mein zweites Cellokonzert, was ich geschrieben habe. Und das wird im nächsten dritten Symphoniekonzert in der Liederhalle uraufgeführt mit Sylvain Campola als Dirigenten. Und das war ein Auftragswerk des Hauses, was mich natürlich sehr freut. Und besonders freut mich natürlich auch die Zusammenarbeit dann mit dem eigenen Orchester. Das ist immer sehr spannend. Kompositionsstudium voll zu machen, kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn, weil das Schreiben für mich einfach als Musiker, das gehörte dazu. Und ich bin dann relativ früh mit 15 Jahren auf die Hochschule nach Karlsruhe gekommen und habe dort zusätzlich zu meinem Orchesterstudium alle möglichen Theoriefächer belegt. Alles das, was eigentlich die Leute, die komponieren, studieren, auch belegen. Also damals war gerade der junge Wolfgang Riem, der ist ein Jahr älter wie ich, auch als Schüler noch schon bei Felte an der Hochschule. Und so kam das. Also ich habe eigentlich deswegen nicht offiziell Komposition studiert an der Hochschule, aber im Prinzip die Ausbildung genauso mitgemacht. Und das Komponieren wurde für mich immer viel wichtiger. Es gibt Zeiten, da ist der Bratscher wieder mehr im Vordergrund und dann wieder der Komponist. Schwierigste ist eigentlich immer das Anfangen und dann auch das Beenden. Also wenn ich eine Idee für ein Stück habe, ist als erstes eigentlich so eine Art Klanggefühl da. Dann kristallisieren sich Instrumente raus, die da irgendwie beteiligt sein könnten, um diesen Klang umzusetzen. Ich kann mir dann auch vorstellen, eben was ein Musiker so ganz genau jetzt an Bewegungen vollführen muss, um das rauszubringen, was ich mir vorstelle. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Dadurch, dass ich aktiv im Orchester spiele, gehe ich eher von der Mitte raus. Ja, ich sitze dann eigentlich schon auch mittendrin, wenn ich das schreibe, wie wenn ich selber da mitspiele. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt. Das Arbeiten mit, in dem Fall mit Herrn Gouton, beschränkt sich eigentlich für mich auch viel aufs Zuhören. Ich höre den ja seit Jahren immer spielen und kann da weiß auch, was mir an seinem Cellospiel sehr gefällt. Tonliche Qualitäten, die er hat. Er spielt sehr gerne und sehr, für mich sehr schön in hohen Lagen. Das gibt es in dem Cellokonzert also auch jetzt. Das, was er dazu getan hat, durch sein Spiel über die Jahre hinweg, das hat mir geholfen, mir vorzustellen, wie er das jetzt spielen würde. Ich kann eigentlich nur das schreiben, was ich mag. Oft auch aus dem Bauch heraus entscheiden. Ne? Und wenn ich eben Leute finde, denen diese Musik, die ich schreibe, auch gefällt und dass es Möglichkeiten gibt, aufzuführen, dann freut mich das besonders. Und das ist dann eigentlich der Weg, den ich versuche zu gehen.